Guinness, was geht bei euch? Ja, willkommen zurück zu Fallout. Wir haben diesen ultra-nuklear verseuchten Knilch gerade weggebombert, der uns fett gepresst hat, ne? Der hat uns wirklich ordentlich weggedrückt. Wie sieht's aus? Okay, wir können ein bisschen was tragen. Habe ich den Fatman... Ah, das habe ich schon aufgehoben, das Zeug. Okay. Ein Bett? Oh, warte mal. Dagi. Oh, hi, Dagi. Oh, bleib mal kurz stehen. Wow, bleib mal kurz stehen. Jetzt habe ich hier... Ja, Jet... Der portet sich da einfach raus. Komm, was die hier haben. Ein Meth-Labor, Janis. Soll ich nicht auch mal was... Ich habe kurz Fußnagel gelesen. Man kann... Gänger... Man kann so Zeug bauen? Machen? Hinlegen? You would, might. Echt jetzt? Das habe ich nicht gewusst. Feuerwerk. Jetzt geht's aber gleich mal los. Doch. Komm, ich mach mal hier... Ich gehe mal in die Drogerie... Und stell mal sowas her. Einfach mal gucken. Ah, es bringt 12 Erfahrungen. Schon mal mehr als das, was wir letztens gemacht haben. Hm, naja, aber auf der anderen Seite bin ich... Ich habe da jetzt keinen Plan. Ich wüsste nicht, was wir jetzt herstellen sollten. Also in welche Richtung die ganze Chose gehen sollte. Und heute denken wir auch wieder schön dran, zumindest die Schnellspeicherfunktion oft genug zu nutzen, dass wir nicht wieder in der Pampa hocken wie vorhin. Das heißt wie vor... Aber gar! Doggy! Okay, warte, wo ist nochmal schlagen hier? Das ist dumm, dass es auf alt ist. Auf links. Ach, ich hab ja diese. Ich hab ja diese. Guck mal. Macht das viel Schaden. Ich hab ja vorne diese hier. Ihr wisst schon. Ich hab das Ding da vorne dran, ne? So, da drüben ist diese Cannon. Die will ich auf jeden Fall mal kurz aufheben. Beziehungsweise looten. Kann ich hier nicht durch? Hier. Yeah. Mensch, hier ist das einfach. Damit wir mal den Kram. Oh, ein biometrischer Skinny. Dass wir den Kram da mal rausbekommen. So, haben wir jetzt hier alles geklärt? Ja, ne? Da vorne ist wieder dieses verkackte Werk, was sie uns so bescheuert geholt haben. Bei der letzten Aufnahme. Ich habe voll den Geheimweg gefunden. Nicht. Ja, da kann man von unten hier rein. Ich dachte kurz, es wäre... Ja, da kann man rein. Es wäre vielleicht was ganz Besonderes, aber nein. Oh, shi. Hundi, machst du gerade so komische? Du bist doch bestimmt... Wie sie immer so voll unauffällig so warten. Sieht er mich jetzt? Sieht er mich jetzt? Dagi! Kevin! Oh Gott. Jeder Schuss ging daneben. Profi. Warum schlägt er mich durch die Wand? Ist er noch ganz sauber, der Kerl? So, jetzt komme ich zum Schuss, mein Freund. Zack. Wilder Ghoul. Ich hab... Mir fällt einfach dieses Wort nicht ein. Wie heißt denn das Ding, was da vorne dran ist? Verschissel nochmal. Bajonett? Bajonett heißt, oder? Nee, doch? Das, was man da vorne dran hat, heißt es. Naja. Warte kurz. Doggy, die haben uns schon wieder gesehen. Wir holen jetzt die Sniper raus. Ich weiß nicht mehr, auf welcher Zahl wir sie haben. So, 6. Nein. Hier. Now you're gonna die, little scum. Ja, komm erstmal her. Wo hält man die Luft nochmal an? Ah, hier. Ah, fuck! Oh, der Hund beißt schon jemanden tot. Hier ist jemand close. Aber wo? Wahrscheinlich da oben. Die Mucke passt ja gerade. Valkyrie oder wie sie heißt? Da, fuck. Oh, Kevin! Ah, da bist du. Der hat jemanden totgebissen, ne? Das sehe ich an seinem lachenden Gesicht. Wenn der jemanden totbeißt, dann grinst der immer so brutal. Kevin? We got a problem over here. Ich dachte kurz, der hält sich einen Arm, aber der hat nur ausgeholt. Okay, Dagi. Bleib cool. So, wo sind die jetzt nochmal alle? Ganz da oben ist jemand, ne? Sehr gut. Und tschüss. Und da oben ist auch noch jemand. Und... Was? Oh, der Hund kämpft. Hast du jemanden gefistet? Ja. Wie er unseren Kevin schlägt. Alles klar? So. Wie? Kevin. Sag doch auch mal was. Fuck, Kevin. Okay, warte. Jetzt kannst du auf einmal drüber schießen. Wisst ihr noch, letztes Mal, da ging's nicht. Kevin, ich mach das. Oh, das Auto... Fuck! Ach, ich hatte kurz, der Hund... Wo ist denn der Hund hingeflogen? Ich hab keine Ahnung. Ich will einfach kurz gucken, wo Kevin hingeflogen ist. Alter. Oh, older. Kann ich hier durch? Nee, okay. So, komm. Kev? Ah, da. Kniete. Er ist gar nicht weggeflogen. Ich dachte, das hätte ihn voll weggehauen. Da. Achso, ich habe die Wand angeschossen. Alles klar. War natürlich geplant.
Ui, ist einer runtergefallen? Ist vor mir jetzt einer? Irgendwie fallen hier Bröckel runter. Wie ekelig. Molly Stimpack. Ist hier noch ein Bröckel von jemandem, den ich vielleicht looten kann? Hier war eben was gelegen. Irgendwo war ein Bröckel hier. Ja, sehr gut. Oder ist es der? Nee, das ist der nicht. Leguan am Stiel. Oh, höchst deliziös. Ach Gott. Was laberst du da oben? Hm, Fräulein. Hast du Angst, dich mir entgegenzustellen? Da ist er. Fuck, sie kommt einfach. Oh! Und zack, er zieht schneller als sein Schatten. Ah. Das ist nice. So. Biometrischer Scanner. Check. Your mom. Check. Nachladen. Mhm. Ja, hey, Molly. Molly auf jeden Fall mitnehmen. Und weh, die kommen jetzt wieder angerannt. Dann schmeiße ich auch mal eine Granate. Schnell speichern. Ich wollte gerade schnell feiern sagen. Ach, da ist ja schon jemand. Oh, ich hatte kurz jetzt einen Helm auf, aber es war nur eine krasse Frisur. Es werden keine Granaten geschmissen. Er schmeißt eine! Kevin! Shit. Kevin, ich bin irgendwie in die Scheiße gefallen. Na, da komme ich erstmal nicht hoch, ne? Da, Geheimgang in die Firma. Ich muss kurz das Mikrofon ein bisschen gescheit machen. Das. Ah! Ehrlich! Jetzt machen wir Sneaky Beaky, okay? Haben wir eine. Fuck, irgendwas ist von meinem Headset, von meinem Mikrofon. Ach ja, meine Knete. Ich muss das echt gescheit festmachen. Okay, passt auf. Fuck, wir sind irgendwie. Wie? Wollt ihr mich verjuckeln? Sie stehen beide hinter mir. Fistbereit. Ganz, ganz gemein war das. Höchst gemein. Wissen die jetzt alle schon, dass ich hier bin? Das sehe ich. Oh, okay, okay. Der hat mich gar nicht gesehen. Gut, gut. Okay, Achtung. Granatenwurf. Gezielt. Das war ein Molly, aber auch nicht schlecht. Warte mal, wo wechsle ich? Auf 3. Nee. Auf, warte mal. Der Hund macht einfach schon alles. Auf 2. Oh, Dogmeat ist voll am Bluten. Dogmeat, don't bleed all the time. Just don't do it, it's so unhealthy, dude. Kleber. Nix da, scheiße. Dogmeat, der schießt vielleicht auf dich. Willst du mal was machen? Du Dogmeat, ist nicht so schlimm. Wenn ich die Augen zumache, tut's nicht so weh. Geräuschfalle mitgenommen. Oh fuck, auf meinen eigenen Hund geschossen. Sorry, Kiewe. Yeah. What do we got? Ha. Eine kurze. Oh, ein Terminal. Wir nehmen das alles mal mit hier. Wer sperrt eine Munitionskiste ab? Wie soll man denn da im Notfall schnell mal nachladen, wenn die Ghule kommen? Voll unhealthy. Wie schön. Schön. Oh, nice. Er guckt in so einen Spiegel. Nice. Oh, so fucking nice. Oh. So, schnell gespeichert. Habt ihr richtig gesehen? Lexington! Lexington gehört uns, verflucht. Ja, wir haben den Ghoul-Schwarm ausradiert, ohne jemanden zu verlieren. Jared hat uns vorerst in der großen Autofabrik Posten beziehen lassen. Guter Jerry. Ah, fuck. Das wollte ich gar nicht machen. Ich will doch auf Apartment. Wir sind heute wieder durch die Stadt gezogen. Crystal und ich haben jeweils mit einem Team einige Ghoul-Nachzügler aus einem Apartmentblock getrieben. Habe bereits einen Blick auf ein schönes Apartment ganz oben im Gebäude geworfen. Wollte schon länger eine Wohnung mit Aussicht haben. Ja, mit Aussicht auf was? Ich brauche noch einen Geschützturm. Ich habe Jared um ein weiteres Geschütz hier unten gebeten. Er sagt, dass er sich darum kümmern wird. Aber ich weiß nicht, ob er mich nur weggeschickt hat, damit er weiter mit seinen Camps spielen kann. Wir brauchen noch ein Geschütz. Dieser Zugang durch die Rohre nach Lexington war bisher großartig für uns. Aber wenn wir ihn nicht richtig verteidigen können, ist das eine Einladung für alle, die rein wollen. Zum Beispiel für uns. Saufgelager. Crystal. Und die Jungs haben uns fast den Tod gebracht, als sie neulich hier unten gesoffen und dabei alle möglichen Geräusche gemacht haben. Ein paar Ghule wollten die Party nicht verpassen und sind durch ein Rohr reingekommen. Zum Glück vertragen die Jungs einiges und können trotzdem noch gerade schießen. Aha, Jared. Ich denke, das ist der Boss, oder?
Der Jerech haben unser anderes Geschütz immer noch nicht hier runterbekommen. Jared muss endlich seinen Arsch hochkriegen. Er hat viel zu viel Zeit und Kronkorken dafür verschwendet, um an der Sache mit seiner Hellsicht herumzudoktern, wenn wir eigentlich diesen Ort sichern sollten. Ich werde mit ihm reden. Chris sagt, dass er nur wütend auf mich wird. Ach so, ja, dass der Jared natürlich nur wütend auf ihn wird, aber jemand muss ihn zu Vernunft bringen. Gut. Fuck. Crystal. Das ist Crystal. Okay. Kevin? Du guckst mich immer so süß an. Also beruhig dich erstmal. Kann ich Kevin vielleicht eine Waffe geben? Das wäre der Hammer. Wenn er irgendwie aus dem Hintern oder sowas schießen könnte. Das ist fucking amazing. Das ist nur ein Raider. Gut. Das ist jetzt nicht der Geralt. Wir speichern nochmal. Das war viel gelesen. Das wollen wir jetzt nicht nochmal lesen. Ich meine, wir haben jetzt zwar den Inhalt ja schon im Kopf, aber trotzdem. Trotzdem. Yeah. This is so good. Oh my gosh, this is so fucking amazing. Mm. Ich heb jetzt nicht die ganzen Döschen auf. Wir haben ja schon gesagt, dass... Pinte Kevin. Ah, der läuft einfach durch. Ah, der hat sie nicht mehr alle. Da, guck mal. Der ist total willenlos. Der rammt die Leichen um. Ach komm, ich kann ihm nicht böse sein. Guck mal, wie er guckt. Komm her! Gut. Warte, also ich wollte jetzt gerade einen Trick mit ihm machen, aber lieber nicht. Bevor wir, schnell speichern, überrannt werden. Gut, der Speicher-Ding war jetzt vielleicht etwas unnötig. Warte mal. Wir müssen jetzt nochmal ganz kurz was gucken. Minen habe ich auf 9. Ich habe keine Granaten ausgerüstet, was irgendwie Darm ist. Ich müsste Granaten ausrüsten und zwar lege ich die auf... Warte mal, was für eine Pistole habe ich denn auf 7? Ach, diesen verkackten... Ist das dieser Revolver? Diese Revolverpistole? Das ist natürlich... Das ist das Ding! Die Automatikpistole. Hopp, die brauchen wir nicht. 10. Die hat verschissen 10. Splitter Grenade. Machen wir auf die 7. Dann können wir, und jetzt passt genau auf, 7 Granaten. 3, 2, Granaten, aber eigentlich Mollys. Da hätten sie ruhig ein Bildchen dran machen können, ein anderes. Und auf... Wo sind die Mine, war? Nee, war auf 6? Fuck. Hey! Wir haben noch die Mine irgendwo hingelegt. Jetzt bin ich doch aber nicht... Auf 9? Hä? Ah ja. Gut. Okay. Schade, dass wir keinen Schalli haben. Ich würde voll gerne jetzt hier so Schalli-mäßig durch und Sneaky Peaky Lemon Squeezy, Martin Scorsese und so, aber das geht jetzt ja nicht. Und jetzt ist auch nicht so viel Zeit, um wieder zurückzugehen, beziehungsweise Zeit ist natürlich immer geschafft. Außer jetzt, weil gleich ist Livestream. Ich weiß nicht, ob für euch jetzt auch Livestream ist. Ich nehme die Sache wieder vor einem Livestream auf. Heute ist Donnerstag. Ihr wisst ja, jeden Dienstag und jeden Donnerstag sind die Livestreams. Und... Ach komm, Belfort nehmen wir auch noch mit. Wie? Rat. Und ja... Deswegen habe ich jetzt nicht allzu viel Zeit, so viel hier zu machen. Wir essen mal den ganzen Kram, damit wir wieder voll sind. So noch einmal... Was ist Daytripper eigentlich? Glück plus 3, Charisma plus 3 und Stärke minus 2. Da, die Kuchen. Ist natürlich optimal, ne? Ein leckeres Küchelchen. Oh fuck. Macht das irgendwas? Hey! Nee, ich bin hier nicht. Habe ich hier eine Kiste vergessen? Aha, gut. Ah. Wir brauchen Haarklammern. Wuff, wuff, schnell, hol noch ein paar Haarklammern. Ach ja, ihr habt mir gesagt, ich könnte mit Kevin... Cool. ...könnte ich mich an den Ding ranglitschen. Oder buggen, an den Kreolator. Das können wir gerne mal versuchen. Nur halt vielleicht nicht jetzt, da wir nicht in der Nähe sind. Wenn schon, da muss es ein gezielter Hodenschuss werden. Ich hab was gehört. Das sind 2 Stück. Wir gehen weiter. Kevin, komm mit. Kev, follow me, du. Kev, wenn die kommen, wenn die die Tür aufmachen, bist du direkt gesichtet. Mach Schluss, Jungs, da ist nichts. Oh shit, ist der close. Mach Schluss, Jungs, wir gehen nach Hause. Klar, die Leute sterben, aber das kann nicht an einem Feind liegen. Das muss irgendwas total Lustiges sein. Was so lustig ist, ist ja halt einfach rumfallen. Was soll's? Was zum... Warte mal! Weißt du, 4 Leichen aufeinander. Warte mal! Vielleicht war das gar nicht die Grippe. Hä? Und dann kommt diese... Jalise, oder wie sie heißt. Ihr habt wegen nicht... 800 Leichen. Ihr habt wegen nichts so einen Alarm gemacht? Ah! Hat der eine Rüstung an? Och ja.
Wir brauchen unbedingt einen Schalli für das Ding, das ist so Hammer. Warte mal, ich geh mal. Alles. Ein Geschützturm, ist hier noch was? There is a raider. This is a raider goal. Oh my gosh. This was so amazing. Ich bin schon so minimal gut hier in dem Spiel, ne? Muss man echt zugeben. Nicht nur minimal. Ganze Aufregung wegen nichts. Diese Gehirnerschütterung haben. Ich sehe schon Geister. Wo sind die Geister sieht? Oh Gott, da oben ist ja noch ein Weg. Ich würde gern wissen, wo die Hirnerschütterungsfrau ist. Okay, wisst ihr, was wir machen? Wir schießen mal kurz. Kevin! So. Erstmal das Ding noch gekillt, alles klar. Und jetzt gehen wir einfach ran. Wir rushen die jetzt richtig weg mit Schrotflinten-Action hoch 10. Kevin, follow me, bruh. We're gonna fuck him hard. Aber ich schleich trotzdem. Kevin. Ich hoffe, ich habe was Gescheites. Kevin. Ach, schissel, my whistle. Wo kann ich auf die anderen wechseln? Jetzt habe ich sie, glaube ich. Okay. Ach Gott, das macht ja fast gar kein Damage. Was hast denn du? Alles klar. Kevin, we need to kill this. Shit. Boom! Alles mitnehmen. So, jetzt legen wir einfach Ultra los. Ich mache jetzt hier ein bisschen Action. Aufgrund der Zeit. Ich will jetzt nicht rumschleichen hier Jahrzehnte. Und wir sind der eh saustark. Schnell speichern. Kevin, hinter dir! Fuck! Okay, ich mach das dann. Peng. Von hinten einfach umgebaxt. Sag mal, ich bin wirklich ein Meisterschütze, in den Arm geschossen. Das ist natürlich eine Stelle, da ist ein Cooler extrem verwundbar. Ist nicht so, dass die Arme abfallen können oder so. Nee, nee. Gott, ich schwör's, ich esse jetzt noch so zwei Kuchen hier und noch so eine Kürbisblüte. Nee, halt. Shit, jetzt habe ich eine Kürbisblüte. Haben wir nicht irgendwo noch gegrillt? Wir haben doch was gegrillt. Plus 6 Rad. Wir haben doch lecker gegrillt vorhin. Naja. Ran an den Speckes. Oh, Klebeband. Ach komm, ich nehme alles mit. Obwohl wir jetzt. Gestern ist ein weiterer Rekrut gestorben. Ein wilder Ghoul hat ihn erwischt. Hallo? Na, ja, läuft einfach von mir weg, okay. Okay. Du wirst langsam paranoid. Was? 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 Hä? Wo geht denn der hin? Irgendwie klingt inzwischen alles nach Schritten. Ach, die geht die Treppe hoch. Don't go away. Ach, naja, geht halt mal weg. Ich guck noch hier das große Ding rein. Ich denke, genau, das ist dieser Raum. Haben Sie jetzt den Kevin gesehen? Ist es jetzt endgültig soweit? Scheinbar nicht. Was zum? Komm schon her, du Wichser! Bam! Bam! Oh Gott, ich lade nach, anstatt zu kloppen. Ich muss das Schlagen wirklich umlegen, ne? Willst du mich verarschen? Sie hat noch einen geworfen. Oh Gott, ist gleich. Sie hat sich selbst abgeworfen. Doch, da ist sehr wohl was. Die ganze Bude brennt. Okay, hier. Sorry, Kevin. Jetzt habe ich eine Granate gezogen. Oh, shit. Die ist eben, glaube ich, in der Hose explodiert. Oh, wir sind fett. Dann essen wir uns gerade mit Fleisch und Bohnen noch voll. Dann nehmen wir auch wieder ein bisschen an Gewicht ab. Hier gebacken und gegrillt, der ganze Schotter. Achso, wir sind ja schon voll. Das müssen wir nämlich eigentlich nehmen. Auf Minus. Wo ist Minus? Hier unten? Okay. Achso, ich bin immer noch zu fett. Tja, ich habe da nicht den ganzen Tag Zeit. Rotes Halstor. Adonetische. Schweißerbrille. Adonetische. Minuteman. I need this shit. Bis gewiss wiegt das 3 und ich hab's immer noch dabei. Oh. Hab ich jetzt schon irgendwas mitgenommen oder sind das noch unsere Lieblingswaffen? Ne, eigentlich nicht, ne?
Improvisiertes Gewehr. Warte mal kurz, welches? Das ja, damit schießen wir die ganze Zeit, genau, weg mit dem Scheiße. So. Okay, dann gehe ich auch mal hier wieder drauf und bleib aber da auf 7. Okay, ich lass mal diesen Revolver. So, kommt jetzt ran. Wo seid ihr? Oh, warte. Das sind sie hinter mir. Wow! Shit! Das war echt nice. Das war richtig nice. Wir haben ja noch ein Terminal. Das ist Crystal. Wurde hier gerade mit C geschrieben. Oh shit, die haben uns gesehen. Eine Braut dabei, die wie eine Wahrsagerin aussieht und ein Scherz kriegst mit einem Cowboyhut. Also der andere Dödel, ne? Der, wer ist da? Ich werde Jared um zusätzliche Männer für den Überfall. Oh fuck, I think they're gonna about fall off. Fuck, kann ich das da unten noch anwählen? Wahrscheinlich nicht. Gut. Komm schon, du harter Bursche. Ja, wir müssen noch die Tür hier öffnen. Jawohl, da kann ich rein, weil ich das zufällig schon gefunden habe, den Schlüssel. Lalalala. Shit. Das wär's. Das wär's. Oh, wenn ich jetzt alles mitnehme. Nee, sind wir nicht zu fett. So. Okay, Kevin. Lass uns an den verschissenen Speck rangehen, wenn ich hier nicht hängen bleiben würde. Kevin, follow me, dude. So. Commonwealth. Das ist der andere Eingang. Au. Wo? Das klingt irgendwie nach oben. Kevin, Vorsicht, da ist eine Granate. Oh, shit, die ist unter uns. Umgeflogen. Kevin, du blockst mich. Könnt ihr mal aufhören, um mich zu gucken, bitte? Danke. Jetzt schmeißt Fatih auch mal was zurück. Hier. Bitteschön. Aha. Huh. So, ist das Ruder unten? Die Granate hat ihn, glaube ich, gut geschmeckt. So. Hab, komm. Na, wirst du wohl? Na, ich hörte. Heitertei. Ja. Nö. Ja, nö. So, Kevin. Sind die alle? Nee. Kevin, ich sehe da noch jemanden. Boah, das Ding ist schon echt der Hammer, ne? Das haut rein ohne Ende. Ja, dieses Licht nervt so ultra. Ich will nur gucken, ob die noch irgendwie Stimpaks dabei haben. Weiß es? Wo ist denn dieser verschissene Lichtschalter? Lichtdinge. Ist er da oben? Ja, das war, glaube ich. Irgendwie kommen wir hier nicht weiter. Komm, Kevin, nein. Achtung, wir müssen da hinten lang. Komm mit, Kevin. Ich weiß, wo lang. Komm, Kevin. Come on, dude. Wo ist der kleine Wichser hin? Oh, fuck. Geplant. Movement, König. Bist du ja? Ist das Munition? Nein, diese Äpfel. Ich komme zu euch hoch und zerfiste euch. Hallo. Da wären wir auch mit dem Fahrstuhl hingekommen. Da haben wir ein Terminal. Sicherlich für den Bot hier wieder. Let's go. Wir kennen uns ja sehr gut aus. Ja, dirty ist es. Durch. Leute, ich glaube, ich sollte mal Lotto spielen. Nein, wir nehmen wieder den Persönlichkeitsmodus. Rechtsvolls. Fuck, Feuerwehr. Auch nicht schlecht. Und dann machen wir hier mal die Activation. Ich hoffe, das ist nicht so tragisch, dass der jetzt ein Feuerwehrmann ist. Aktivierung. Machst du was? Stehen, bleiben. Peng, peng. Peng. Ich gehe mit dem Elektro. Protractron, it's ran. Widerstand ist swaglos. Sehr gut. Splitter Grenade. We found a Splitter Grenade. Oh shit, dude. What the fuck, dude? Es trifft mich zum Glück nicht. Es ist falsch eingestellt. Wow! Fuck! Null. Shit. Kevin. We got a fucking problem of it. Kevin. Manchmal benötigst du etwas Assistenz von
das war so nicht geplant. Oh Gott, ist der gerade kaputt gegangen? Er lebt noch, sehr gut. Der ist halt auch stuck, ne? Kann ich hier irgendwie... Wow! Premium Granate. Höchst Premium behaftet. Ah! So, wir drücken uns noch ein Stimpack. Nein. Oh, eine andere Wumme. Die ist einfach zu langsam. Er ist nicht tot. Das ist der Glückstreffer. Das war geaimt ohne Ende. So. Hallo, bro. Der ist schon so ein bisschen stuck, der Jared. Aber nicht stark genug. Wow! Naja, ich weiß ja schon, dass du mit diesem Gerät hier kaputt geschossen werden möchtest. Hier sind aber noch einige Leute. Jared's Teil. Oh, Grognack, der Bebe. Verdammt, ja! Oh, shit, die Hilfe, damn it, bre. Rumkorken. Oh, der hat ein Jagdgewehr. Da müssen wir dann gleich mal gucken. Okay, ich muss jetzt runtergehen. Geht so einfach nicht. Yeehaw, bre. Kevin, ich mach das. Kevin geht zur Seite. Bam! Deine Zeit ist abgelaufen. Kevin, what the fuck is this? Er sollte mir doch eigentlich Backup geben. Oh shit. Ja, ich denke, dass ich gewinnen kann. Oh, das Auto. Oh. Ah! Ah! Ich kann auch so schreien wie du beim Schlagen. Noch ein Auto! Okay, erstmal kurz speichern. Oh shit, die ganze Anlage fliegt in die Luft. Wir müssen kurz ein paar Corn Dogs essen. So, dann die Boy-Äpfel und unsere gebratenen Sachen vor allem. Wo sind die? Geröstet, gegrillt, der ganze Scheiß. Guck mal, das bringt plus 25 Drage Cape Acetate. Habt ihr mal Doom, nee, nicht Doom, habt ihr mal, ach, wie heißt's? Mit den Boomern, die so spielen? Boom, Boom. Gears of War, Gears of War. Was? Ich hab keine Angst, ne? Ich scheiß euch hier auf die Förderbänder. So viel Angst habe ich. Bitch. Ist hier irgendwas Cooles drin? Irgendwie nicht, ne? Ja, wir räumen noch kurz. Halt, du hast da bestimmt auch was Leckeres dabei. Nice, nice, nice. Patronen. Ich denke, munitionstechnisch werden wir nie mehr im Leben Probleme bekommen. Ich will das hier oben noch. Da unten labern welche, aber irgendwie sind sie nicht da. Oh, der hat sich gerade bewegt. Drecksack. Hör auf, dich zu bewegen. Hör sofort auf. Oh, Kevin! Du alte Wutz! Komisch, wofür habe ich jetzt den Schlüssel bekommen? Wir gucken mal auch bei Jared's Titerium rein. Hallo, ich bin Geralt. Sich niederlassen! Die Schüsse haben endlich aufgehört. Das kann nur bedeuten, dass Lonnie und Crystal entweder die letzten Ghoul erledigt haben oder gerade jemanden als Mahlzeit dienen. Aber Lexington ist jetzt gesichert und ich kann mich endlich an die Orbit machen. Nice, bro. Überfrag. Nichts funktioniert. Die alte Frau hat früher Jet geschnupft, ein paar Pillen geschluckt und dann ging das Gerede los, eine Vision nach der anderen und alle haben sich als wahr erwiesen. Die Raider, die Stadt niederbrennen, die Eltern töten, die Kinder stehlen, mich stehlen. Ich erinnere mich an den Blick in ihren Augen, als sie mein Schicksal sah. Kind, du wirst ein Monster werden. Stimmt alles. Wenn ich diese Art von Macht hätte, diese Hellsicht, das Commonwealth, die anderen Banden, niemand hätte eine Chance. Aber nichts funktioniert. Vielleicht muss ich die Dosis erhöhen. Ich brauche noch eine Ladung. Subjekte. Es sind nicht die Chems. Sie sind nur der Auslöser für die Hellsicht. Ich bin's. Ich bin das Problem. Ich wünschte, ich hätte es bemerkt, bevor meine Arme wie Nadelkissen aussehen. Uah! Aber zumindest ist es eine neue Spur. Ich brauche Subjekte. Die Experimente gehen weiter. Immer noch keine Erfolge, aber das Gerücht über kostenlose Chems hat viele neue Rekruten angelockt. Unsere Ränge sind fast wieder so voll wie vor unserer Plünderung von Lexington. Lonnie denkt, dass es Zeitverschwendung ist und wir lieber unsere Zeit nutzen sollten, um Verteidigungsanlagen zu errichten. Er hat also praktisch gesagt, es gibt freie Camps und dann kamen halt die ganzen Süchtigen dahin und er hat sich erhofft, dass da jemand dabei ist, der auch in die Zukunft schauen kann oder woanders hin. Aber Lonnie trifft hier nicht die Entscheidung, sondern ich. Sie scheint ihre neue Position allerdings zu genießen. Vielleicht verursacht eine weitere Dosis Psycho-neue Visionen bei ihr. But no, sie ist hier. Crystal sagt, dass eine Karawane in diese Richtung gezogen ist. So ein Scherzkeks mit Cowboy-Hut und Lasermuskete. Drei Zivilisten und eine gebrechliche, alte Verschissene, die wie eine Wahrsagerin gekleidet ist. Das ist sie. Ich weiß, dass sie es ist. Ich habe Crystal losgeschickt, damit er sie sich schnappt. Das ist echt ein Kerl. Ich fasse es nicht. Wird sie mich erkennen? Aber natürlich, schließlich hat sie das alles kommen sehen.
Wir hätten den Turm übernehmen können, ne? Oder zumindest ausschalten können. Naja, Schissel. Peter so. Und das andere ist das Lichtsystem. Das bringt uns jetzt auch nicht viel, weil ich die zum Großteil ja schon kaputt gemacht habe. Die Lichters. Ich will noch da oben dran. Ihr wisst, ich bin sehr gründlich bei sowas. Was zum Teufel war was? Bitch! Ich bin hier nur am Looten. Lass mich doch mal in Ruhe. Das ist doch scheiße. Also, wenn ich es jetzt mitnehme, sind wir erstmal zu... Kevin! Doch nicht. Leute, das ist ja... Nee. Was war's denn jetzt? Ja, gerne. Leute, 34! Wie viel hat die Schrotflinte? Das Zachary, 45. Okay. Aber nicht schlecht. So, dann springen wir hier mal raus. La 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 la. Und gehen ins Commonwealth über. Diese wunderschöne Musik. Zarte Klänge. Rauschen durch meinen Gehörgang. Wie Butter. In meinem Ohr. Na, jetzt aber genug. Ich würde sagen, die Folge ist jetzt auch zu Ende. Wir sind jetzt bei 31 Minuten angekommen. Sobald wir hier was sehen, mache ich einfach mal aus. Und wir sehen uns ja dann in der nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Das lädt aber ganz schön lang. Hallo? Hallo, D? Komm schon. What the fuck? Küche für Küche. Hallo?